Also ohne jetzt zu weit auszuholen, aber als wir angefangen haben, ich habe ja mit Ehren vor 2 Jahren schon in der Endphase zusammengearbeitet und als wir angefangen haben vor dem Hertha-Spiel ab dem Dienstag, habe ich Ehren kaum wiedererkannt, weil Ehren eigentlich nicht unbedingt in der Phase, wo ich ihn vorher hatte, jetzt ein guter Trainierer gewesen ist. Und das sah ganz anders aus. Also der hat direkt vom ersten Tag an richtig gut trainiert und hat das auch konsequent durchgezogen über die gesamte Zeit. Und insofern war es ohnehin schon ja, ein bisschen schade, dass sich in den bisherigen Spielen einfach nicht so die Möglichkeit dann auch ergeben hat, ihn vielleicht mal ein bisschen länger reinzuwerfen, weil dann kam das Spiel gegen Hertha, da haben wir früh 2-0 geführt, aber nach dem 2-1 haben wir dann auch ein bisschen den Faden verloren. Das war auch nicht unbedingt die Situation, wo du nochmal vielleicht einen zusätzlichen Stürmer bringst gegen Nürnberg. Nach dem 2-1 war es dann eher ein Konterspiel und jetzt gegen Dortmund hat es ja dann eigentlich in der zweiten Halbzeit sehr gut funktioniert. Da war sowieso nicht unbedingt ein früher Wechsel angebracht und deshalb ist es jetzt eigentlich eine Situation, die ja, Ehren sich auch mit den Trainingsleistungen auf jeden Fall verdient hat. Und jetzt hoffen wir natürlich, genau wie bei allen anderen, dass sie die guten Trainingsleistungen auch so ins Spiel mit rübernehmen. Es verändert sich und das geht natürlich nicht so auf die Schnelle. Wir hatten im Training mal eine Situation gestern, wo ich dann auch mit Ehren genauso darüber gesprochen hatte, wo Ehren eigentlich versucht, in die Tiefe wegzugehen und der Spieler am Ball dann doch lieber den Ball nach außen gewählt hat. Und wo ich dann auch mit Ehren darüber gesprochen habe, dass er das auch einfach ja, den Mitspieler verstehen muss. Er ist es eigentlich gewohnt, dass der Neuner eher entgegenkam. Jetzt geht der Neuner eher auch in die Tiefe weg. Und das ist natürlich auch für den Spieler am Ball erstmal eine Umstellung. Ne? Und wir haben ja eigentlich ja, seit geraumer Zeit das Spiel stark auch auf Stefan Kießling zugeschnitten, dann bei Bayer. Und insofern ist es natürlich eine Umstellung für alle auch ein bisschen. Und deshalb sind auch alle gefordert, ja, da gut mit der Situation umzugehen. Und ansonsten sehe ich dabei im Training viele positive Tendenzen bei Ehren und bei der Mannschaft, was die Umstellung anbelangt. Aber eine Umstellung ist es erstmal, das ist klar. Aber wir haben die bisherigen Umstellungen, muss ich sagen, hat die Mannschaft auch immer gut verarbeitet. Wir haben ja nicht gerade wenig Umstellungen bis jetzt gehabt in den letzten Wochen. Also System, Grundordnung, Spielweise. Und das hat die Mannschaft immer gut mitgetragen. Und deshalb bin ich natürlich zuversichtlich, dass sie das auch gut mitträgt.